So, wir könnten noch was umverteilen. Das würde ich jetzt aber tatsächlich nicht machen wollen. Oder ich mach's doch. Piep, 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 piep. So, damit können wir tatsächlich, warte mal, Luftreinigung, Beleuchtung machen wir aus. Luftreinigung machen wir auch aus, dadurch kriegen wir vielleicht noch ein bisschen Nebel und das Ehen sieht uns vielleicht nicht so doll. So, müssten wir hier noch irgendwie... Oh nein. Tü, 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 tü. Okay, den Zünd hat's erwischt. Ah, oh, ein bisschen. So, hier will ich jetzt... Ich guck jetzt hier tatsächlich jetzt nur rein, ohne jetzt hier was zu lesen, sondern ob jetzt hier einfach nur irgendwas zu aktivieren ist oder irgendein Code mit bei ist. Scheiße. Mist. So, das Problem ist, dass EMW ist jetzt auf jeden Fall, wo wir sind, irgendwie und geht jetzt in so einen Jagdmodus. Und das ist nicht das, was du willst. Das kann ich jetzt schon mal sagen. So, okay, alles klar. Schnell Tür knacken. So. So, können wir hier irgendeinen Code abgreifen oder irgendwas? Echt jetzt? Türzugriff auswählen, wunderbar. Oh, nicht doch. Bin ich überhaupt noch richtig? Bin ich überhaupt noch richtig? Ja, hier muss ich jetzt runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oder vielleicht laufe ich doch lieber... Dankeschön. Vielleicht laufe ich doch lieber über die Tunnel irgendwie. Ach komm, YOLO, oder? Was soll's? Was soll's? Wie ihm jetzt alles? Wie ihm jetzt alles? Komm. Rennen ist zwar jetzt nicht so geil, aber... Fuck! Shit! Blöd. Das blöd jetzt. Okay. So. Okay. Ach, wir müssen jetzt erstmal wieder gucken, was mit Ricardo ist. Ach, das war ärgerlich. Ja, tatsächlich sind die Checkpoints hier relativ weit auseinander. Warte mal, hatte ich nicht oben noch in dem Dings gespeichert? Nicht oben im Treppenhaus noch gespeichert, wo... Ne, da bin ich einfach runtergelaufen, wa? Ja, da bin ich einfach runtergelaufen. Oh, oh. Schade. Gut. Dann müssen wir also nächstes Mal smarter sein. Und hier... Weil ich mich... So. Tschüss, Jojo, mach's gut! Ricardo, hören Sie mich? Stört mich so oft. Mach's gut, Jojo, schön, dass du da warst. So, okay, also Ian kommt jetzt hier. Könnte jetzt natürlich. Achso, komm jetzt hier erstmal ja nicht raus, ja. Verstehe. Na los, dann hol dir den Typen. Komm schon. Oh, das ist einfach weggerannt. Okay, also wieder durch hier.
So. Okay, cool. Hammer. Rein in den Aufzug. Gut, dann würde ich tatsächlich jetzt mal bei dem Treppenhaus, da kommt man nochmal speichern, da würde ich jetzt mal zwischenspeichern, falls nochmal was passieren sollte, was durchaus wahrscheinlich ist, dass wir nicht jetzt den kompletten Weg immer laufen müssen. Hier vorne, der Speicherpunkt, der war mir jetzt ein bisschen zu krass, wenn das eh mitten im Raum ist, weil das Spiel ist natürlich echt fies irgendwie und sagt halt auch ganz gerne mal, Moment, du speicherst jetzt irgendwie, wenn das Alien da ist. Wenn du nächstes Mal lädst, steht das Alien genau neben dir. Ja, so zeigt dir einfach mal den fetten Mittelfinger. So, okay, jetzt sehen wir wieder Ricardo. Oh Gott, Ricardo. Fuck, ey. Oh nein. So, alles klar, bewegen wir uns mal weiter. So. Und zwar den nehmen wir uns mal. So, hier kam jetzt natürlich so ein Typ an. Müssen wir mal schauen, ob wir den am besten irgendwie cool ausschalten können. So leise wie möglich. Oh nein, okay, alles klar, es ist schon wieder draußen. Aber finde ich jetzt auch erstmal nicht schlecht. Dann mache ich mal jetzt hier den Ionenschneider, während ihr da vorne kämpft. Hurry up, hurry up, hurry up! Und ich hoffe natürlich, dass das also normaler, in der Realität würde man das natürlich sofort sehen, als wenn du mit einer Flagge da sitzt, irgendwie mit einer Lichtflagge. Aber, in so einem Spiel kannst du manchmal Glück haben, dass das vom Programm quasi nicht so vermittelt wird an das Ehen, irgendwie, oh nö, hier passiert gerade was. So, okay, wir sind also wieder jetzt hier unten. So, okay. Wieder unten lang, in der Hoffnung, dass das Alien jetzt hier unten nicht rauskommt, weil wir es ja oben jetzt nicht getriggert haben. Ich muss immer laufen, Alter. Er macht den Ding da. Ich hab mal eine Kelle gekriegt, Alter, mein lieber Gesangsveränder. So, mal gucken, ob ich das jetzt hier mal schnell hacken kann. So, okay. Ratzefatze. Alter. Ist doch nicht dein verdammter Ernst. Schnell. So. So, und hier war nämlich die Türsteuerung drin. Die aktivieren wir jetzt mal schnell. Los, komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Tür zu. Du wieder? Oh,
So, achso, warte mal. Nee, jetzt machen wir mal anders. Jetzt gehen wir hier unten mal durch die... So, ein bisschen Zahnpasta mitnehmen. So, okay, alles klar. So, konnten wir nicht irgendwo durch die Tunnel gehen? Mal kurz einen Blick auf die Karte werfen. Nebenraum, okay. Probieren wir es. Weil das ist mir auf jeden Fall lieber, als jetzt über den Flur zu laufen, irgendwie, wo es uns gerade einfach mal zerfetzt hat. Denn lieber ein bisschen sneaky. Dafür vielleicht ein bisschen sicherer. So, kletter mit E. Komm ich überhaupt lang? Ja, komm ich. So, okay. Und da ist es. Ach, Mann, ey. Ah, los, Chat. Gib mir mal ein paar aufmunternde Worte irgendwie. Motiviert mich. Irgendwie, Shaka, du schaffst das oder irgendwas. Let's go! So! Oh. Ah, die Trophäen sind nur alle mitgenommen worden hier. Moment, warte mal, kann man jetzt da lang? Scheiße. Wo speichern? Ach, Mann, ich muss helfen. Okay, ich muss nach da. Vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank. Soweit geschafft. So, der Rest ist ein Klacks. Ihr Koffer. Ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Warum? Warum wimmelt es jetzt wieder von Typen? Und da vorne kann ich speichern. Das finde ich sehr geil. Okay, der Typ bewegt sich natürlich nicht, was es für mich sehr schwer macht jetzt. Wo müssen wir hin? Es ist komplett neues Gebiet hier. Ermöglichen Sie der Torrance das Andocken. Okay, alles klar. Stellen Sie den Strom zur Solomon Habitat Transit wieder her. Ich könnte jetzt versuchen, den Typen hinten niederzuschlagen. Den Punkt, den wir da sehen, ist tatsächlich, glaube ich, das Ehen, welches sich über die... welches sich über die Luftschächte weiter bewegt, glaube ich. Hust, hust, hust. Und, gehst du nochmal zurück, oder? Na, willkommen im Club, Alter. So, komm, save das Ding. Ah, nein. Was zum Teufel war das denn?
gar nichts gesehen. Was? Blöde Situation. Okay, aber er hat uns ja nur eine Verwarnung gegeben. Wenn er nicht gemeint hat. Und da kommen die Aliens angeschwört. Ich kann. Ah, er sieht mich. Mist. So, okay, na gut. Das war jetzt wahrscheinlich eh sein Todesurteil. Und meinst damit ja, wahrscheinlich auch. Weil das Spiel jetzt natürlich kommt. Krass. Silenzio, mein Freund. Du wolltest es ja so klären. Bitte, jetzt hast du den Salat. Ich wollte es ausdiskutieren. So, wenn der Typ schon mal weg ist, speichere ich doch nochmal schnell, ne? Falls wir jetzt nochmal in die Bedrohung kommen. Nein! Es gibt jetzt einen Cooldown? Warum? Warum zum... Oh, das ist nicht fair, ey. Mann, wieso? Zugangscode benötigt. Wir haben keine Code. Okay, hier können wir uns durchschneiden. Bitte, Ehen, komm jetzt nicht raus. Bitte nicht. So, zack. Und los. Weiter, 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 weiter. Müssen wir mal ein bisschen was schaffen heute hier. Nee, ist doch nicht die einzige Tür, die wir aufmachen müssen. So, aufmachen. Rechte Maustaste und S drücken. Und Klinke benutzen. Dankeschön. So. Cool, cool, cool. Da vorne haben wir wieder eine Werkbank oder irgend sowas in der Richtung, würde ich sagen. So, lass mich raten. Hier finden wir doch bestimmt gleich... Komponente. Pumpgun, hier finden wir bestimmt einen Code. Für die Tür. So. Okay. Gut für die Temperatur. Hey Myers, meine Schicht ist um und ich mache jetzt Feierabend. Falls du in den nächsten 3 Stunden hier aufkreuzen solltest, um das System zu reparieren, bin ich nicht mehr hier. Der Code ist 1851. 1851. Freigeben. Gemeinsam. Ah, unsere synthetische Zukunft. Unter Anleitung talentierter Sexenführungskräfte wohnen Sevastopol zu einem Vorposten des Fortschritts. Handelszentrum, lebhafte Gemeinschaft und das schlagende Herz von Sixen Synthetic Solutions. Ja, bitte mal unten. Sevastopol ist das primäre außerplanetarische Zentrum für Entwicklung, Verkauf und Wartung von Sixen-Androiden. Dank der einzigartigen Lage der Station im Kosmos können wir von hier aus unsere Hiwis überall dorthin schicken, wo sie gebraucht werden. Binnen Monaten und nicht Jahren. Unsere verlässlichen und kosteneffizienten Syntheten werden von Sevastopols KI überwacht, dem preisgekrönten Apollo-System von Sixen. Dank der harten Arbeit unserer Wissenschaftler und Sixen-kühnen Investitionen ist die Station nun ein Musterbeispiel eines wirtschaftlichen und selbstregulierenden KI-Betriebs. Noch jetzt überwachen unsere Angestellten die Installation von Apollo-Hauptcomputern im gesamten Kolonialweltraum. Wie wir Ihnen während dieser Reise versicherten, wir haben das morgen erreicht. Gemeinsam. Ach, ich möchte mal einfach nur kotzen. Kotzen, 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 kotzen. Sinclair hier. Sie haben da unten zu lange gebraucht. Ich musste diese Anlage abschalten und den letzten Transit erwischen. Wir können es uns nicht leisten, die Türen zu unserer Zufluchtsstätte weit offen stehen zu lassen. Es muss nur eine Kreatur eindringen und all unsere Vorräte und Waffen sind futsch. Ich und meine Crew werden hier bleiben, bis Rettung ankommt. Es tut mir leid, aber als sie sich dazu entschlossen haben, einem Schiff nachzujagen, das niemals ankommen wird, haben sie den Plan ignoriert. Sinclair, Ende. Ja, toll. Schön, dass er jetzt da draußen ist. Super Sache. Und willst du nicht einfach weggehen?
Naja, wenn ich jetzt halt einen Spritzer aus dem Flammenwerfer wuchs haben, ne? So. Wie war das? 18.1815, ne? War das, oder? Gehen wir nochmal. Glaube ja, oder? So, gut für die Reparatur. 1851. Okay. Danke, Junge. Genau. 1851. Okay, es müsste jetzt damit weg sein. 1 8 5. Mann, Alter. Und falsche Taste. 1 8 5 1. Oh Mann. So. Ja, jetzt sind ja mal nicht wenig Bildschirme hier, mein lieber Herr. Ich sehe überall hier Cancel, Cancel, Cancel. Status, Cancel, Cancel. Yes. Safe. For better world. Piep. So, Dave, sag mal, wie lange ist denn der Speicher-Cooldown? Weißt du das? Stellen Sie den Strom zum Solomon-Habitat-Transit wieder her. Alter, warum muss ich denn hier immer diese... Das ist hin und her, Lofer. Wat? Okay, es ist draußen, es ist hier vorne. Hier noch nicht. So, hier lang? Nee. So, open up. Quark? Ah! Oh, scheiße, Alter. Den halt jetzt nicht kommen sehen. Einen neuen Speicherpunkt nutzen? Was? Warum? Ach so. Ah, okay, alles klar. Ja, ja, ja. So. Oh, der war ja, der war wirklich fies gerade, ey. Diese kleine Mistvieh, ey. Ins Raumfahrtterminal. Sie haben mir die Tür vor der Nase zugeknallt. Ich höre Regung auf dem Stockwerk unter mir. Ich habe nicht viel Zeit. Sinclair und seine Leute haben Sevastopols Nahrungsvorräte und den Großteil der Waffen. Aber ich habe auch Kinderstimmen gehört. Oh. Ich hatte mich gefragt, wo die Kinder hin sind. Vielleicht können sie diese Monster von ihnen fernhalten. Trotz allem hoffe ich, dass sie das schaffen. Ich glaube nicht, dass sie es geschafft haben. Ich glaube nicht. So, und zwar, ich wollte einen Geräuschmacher bauen. Ja, bau ihn nochmal. Was ist denn los? Bam. So. Nicht laufen. So, damit wir nämlich mal wieder ein paar Sachen aufnehmen können. Von daher... Bestens. So, dann können wir nämlich hier vorne nochmal einen Sensor uns schnappen. So, und wo müssen wir jetzt hin? Okay. Das ist ja hier noch... Das ist ja noch in der Nähe. Kann man ja sagen. So, okay. Gut. Aber Flammenwerfer dennoch. Nichtsdestotrotz. Können wir die jetzt nehmen? Nee.
Bleib einfach oben drinnen. Bleib einfach da oben drinnen. So, tatsächlich würde ich mich mal erstmal schnell hier verstecken. Falls jemand turnt. So, was dauert nämlich immer, bis der Transitzug da ist. Und diese Wartesequenzen tatsächlich. Stehe ich hier jetzt nicht mehr durch irgendwie. Ich glaube, hier kommt jetzt nämlich gleich irgendeine hin runtergehüpft. Vielleicht auch hinter mir. So, weil hier vorne kommt gleich ein Zug an. Und umso mehr Lärm der macht irgendwie, umso mehr... Umso höher ist die Chance irgendwie, dass das Vieh kommt. So, okay, alles klar. Bus ist da. Ich mach schon die Tür auf. Los, hopp, 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 hopp. Und rennen da mit uns. Okay. Ja, ich möchte mal sagen, bis jetzt schlagen wir uns ja nicht so schlecht, wa? Bis auf die kleinen Zwiehänger vorhin irgendwie. Aber bis jetzt sieht er ganz gut aus. Oder was sagt ihr? Ach. Automatische Landungsbrücken-Andocksequenz. Der Funk wird abbrechen, bis wir uns dem sinkenden Orbit der Station angepasst und in Position gebracht haben. Wir warten nur darauf, dass Sie die klemmende Schlepperplattform ausfahren. Keine Ahnung, wie Sie mich zu dieser Aktion überreden konnten. Tja, ich auch nicht, ist mir auch egal. Hauptsache, du bist da. Warum denn, ey? Kann jetzt nicht mal einmal hier irgendwas funktionieren? Warum kackt denn jetzt auch noch der beschissene Fahrstuhl ab? Sorry für die Ausdrucksweise, aber es ist doch wahr. Kann denn hier nicht mal was laufen? So eine Axt. Warte. Dave, wie sieht das drin? Um das Ende aus? Station durch die ganze Zeit auseinander. Ach du meine Nase. Hauen sie ab. Geh weg. Go away. Echt? Muss ich jetzt wieder mit Bolzenschießer unterwegs sein hier? Oh, siehst du noch lang. Okay, hältst du, scheint da nicht zu sein. Ja, unbedingt möchte ich mehr darüber wissen. Keiner rennt. Nicht rennen, ist auch geil irgendwie. Nicht rennen. Rennen. Nie gut. Kantina! Yep. Notfallsituation. Gehen Sie zum nächsten Evakuierungspunkt. Warten Sie auf Ihren Notaufsichtssynthet. Aufsichtssynthet, auf den soll man warten, ist ja wunderbar.